Gäste, liebe Freunde, wir müssen das doch einmal sagen, schön, dass ihr bei der Wetter doch hier in den Stadtpark gekommen seid, aber das ist nicht viel, was er kann. Wir werden uns heute Dokumente zeigen, die das untermauern, was immer schon Prozessbegriff genannt wurde, wenn wir den Anspruch der Prozessbegriff haben. Und ich auch vielleicht ein paar Organisationen für das Buch von Stefan Lundin ist mittlerweile, also jetzt funktioniert die zahlreiche Aufklärungskampagne im Rücken der Gesichtsverfahren. Ich glaube, da besteht nicht, ja, ich werde jetzt gleich ein bisschen lauter sprechen noch und alle, die sich dann immer noch verstehen, dürfen gerne auch ein bisschen weiter aufbauen. Wir haben noch einige Plätze vorbei. Also der Aufklärer hier, den ich hier versuche zu erinnern, bezieht sich auf das Buch von dem Stefan Lundin. Ja, in der Vorführung. Ja, der Rasen, ja, ganz besser. Vielfach ist genannt worden, dass es umständlich ist, im Umfang das Buch zu bekommen. Deswegen haben wir das jetzt ein bisschen komfortabler gemacht. Ist ab sofort auch bei Amazon zu bekommen. Wer von das Buch hat? Sehr gut. Wir haben heute auch ein wenig dabei. Wir haben heute auch ein wenig dabei. Ja, das war der Wort von mir. Ich möchte also Stefan, der ganz gesamt gesagt hat. Ja, mein sehr verehrter Damen und Herren, ja, ich bin zurückgekommen. Ja. Bevor Herr Professor auch unsere gewissermaßen Gastgeberin herzlich begrüßen, Frau Kosovo, Bürgermeisterin der Stadt Bergestatter. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Dankeschön. Das ist selbstverständlich, weil Sie waren auch noch bei der Veranstaltung von mir. Sie sind Schildner, genau wie ich. Und Sie kennen die Zeit ja auch noch und wir werden natürlich da auch mit. Dankeschön. Gestatten Sie mir zunächst einen kurzen Exkurs. Als im August des vergangenen Jahres das von mir verfasste Buch Profit vom Menschenrecht, das Kontragantverbrechen vom Dritten Reich bis heute, Band 1 erschien, verband ich damit die Hoffnung, dass den Überlebenden des größten Trauma-Verbrechens der Bundesrepublik Deutschland endlich die Gerechtigkeit zuteil wird, die ihnen zusteht und seit Jahrzehnten verweigert wird. Ich wurde enttäuscht. Obwohl meine Mitstreiter und ich den zuständigen Stellen in der Bundesregierung, der für die Belange der kontragantgeschädigten zuständigen Familienministerin, Frau Dr. Christina Schröder, und weiteren Mitarbeitern des BMF-SFJ, die Beweisgaben vorlegten, dass die Firma Grünenthal die Kontragant auf den Markt brachte, für die körperlichen Schäden und den Tod tausender Menschen verantwortlich ist, dass diese spätestens am Frühsommer 1960 vorsätzlich, heimtückisch, aus niedrigen Beweggründen und mit gewaltgefährlichen Mitteln sich der Körperverletzung und Tötung schuldig gemacht hatte, geschah nichts. Wir ließen uns davon nicht entmutigen. Spätestens, als die Firma Grünenthal nicht darauf reagierte, dass wir unsere Anklagen gegen das Unternehmen und ihren Eigentümer, die Familie Wirtz, in aller Öffentlichkeit und in immer schärferer Form artikulierten, wussten wir, dass es die pure Angst vor den Konsequenzen ist, die Grünenthal davon abhält, uns gerichtlich zu belangen. Da gestatten Sie mir, dass ich heute noch einmal das wiederhole, was ich in zahlreichen Veranstaltungen und Gesprächen, auch im Bundesfamilienministerium und gegenüber dem Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, Herrn Hubert Schüppel, immer wieder gesagt habe. Grünenthal und das Wirtssyndikat sollen meine Mitstreiter auch nicht verklagen, wenn sie den Beweis antreten können, dass unsere Darstellungen nicht den Tatsachen entsprechen.
Wir stellen uns natürlich immer wieder die Frage, warum tun sie es dann nicht? Die Antwort ist sehr einfach, weil sie die Wahrheit leuchten. Weil sie wissen, dass dann das ganze Ausmaß der Untaten ihres Syndikats öffentlich wird. Da leider auch die öffentlichen Stellen unsere Hinweise auf den Vorsatz des Kontergalverbrechens, wie gesagt, spätestens ab Frühsommer 1960 immer weiter ignorieren, hat sich der OSZE inzwischen dazu entschlossen, das noch als kleinen Exkurs, bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Strafanzeige wegen Mordes gegen Unbekannt zu stellen. Das Verfahren ist bereits eingeleitet und wir werden also auch über den Fortgang dieses Verfahrens weiter berichten. Doch zurück zum Thema des heutigen Tages, das sich mit einem weiteren Kapitel des Kontergalverbrechens beschäftigt. Das ist bisher lediglich ansatzweise bekannt, erforscht und dokumentiert ist. Die betrügerische Manipulation des Alsdorfer Kontergalprozesses der Jahre 1968 bis 1970 durch das Nutzsyndikat und insbesondere dessen Mitarbeiter, den angeblichen Kontergalerfinder Dr. Heinrich Müttler. Während der Recherchen für Band 2 von Profit vom Menschenrecht, das Kontergalverbrechen vom Dritten Reich bis heute, der in einigen Monaten erscheinen wird, stieß ich in der Welcome Gift Library des Nationalarchivs in London auf den Nachlass des Nobelpreisträgers Professor Dr. Sir R. Forrest Chain, dem wohl wichtigsten Gutachter des Alsdorfer Kontergalprozesses. Mein Freund und Mitstreiter Jörg Bortmann und ich waren nicht wenig erstaunt, als wir an einem kalten Februarnachmittag diesen Jahres die Unterlagen sichten und feststellten, dass sie auf die Dokumente gestoßen waren, die eindeutig beweisen, dass sich Grünteil dessen, was man allgemeinhin als Prozessbetrug bezeichnet, schuldig gemacht hat. Die logische Konsequenz, die hieraus ist, ist, dass der damalige Einstellungsbeschluss der ersten Kammer des Landgerichts Aachen aufgehoben werden muss. Das wiederum lässt aber nur die Schlussfolgerung zu, dass die Überlebenden des Kontergalverbrechens für alle materiellen und immateriellen Schaden, die sie erleiden mussten, Schadensersatz nach zivilrechtlichen Grundsätzen zusteht. Sie sehen hier das erste Bild, das ist Professor Boris Chain in jüngeren Jahren. Boris Chain war einer der führenden Forscher und Wissenschaftler bei der Entwicklung von Penicillin. Er hat hierfür auch zusammen mit Fleming den Nobelpreis erhalten und zum besseren Verständnis, die Firma Grünenthal war ja das erste Unternehmen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, das Penicillin industriell hergestellt hat, wobei sich Grünenthal heute noch immer sehr, sehr schwammig über die Herkunft der Penicillinstämme auslässt. Es gibt da zwei abenteuerliche Geschichten. Die eine ist, dass der Dr. Heinrich Müttler diese Penicillinstämme angeblich aus Göttingen und Jena bekommen hat. Und es gibt eine weitere Aussage von einem Mitarbeiter der Firma Grünenthal, dass das Penicillin in Stolberg vom Himmel gefallen ist. Persönlich meine ich, dass dieses vom Flugzeug oder vom Himmel gefallen, ein Synonym dafür ist, dass sie es auf irgendeine Art und Weise aus England bekommen haben. Dazu muss man auch sagen, dass Stolbach zurzeit das Gebiet der Penicillinproduktion von Grünenthal englische Besatzungszone war. Bitte das nächste Bild. Ich habe kurz was dazu sagen. Schön, oder? Es ist ja bekannt, dass Müttler, nachdem er aus Krakau nach Deutschland gekommen ist, vermutlicherweise Laboratoriummaterial mit nach Deutschland. Das ist ein anderes Thema. Ja, Moment, aber es besteht auch der Verdacht, dass er es aus Krakau mitgenommen hat und dort gestorben ist. Also, das ist eine Frage, auf die wir nachher noch eingehen werden, okay. wie da einzelne Zusammenhänge sind, weil. Die Verbindungen und Querverbindungen, die Grünenthal vor im Laufe des Alsdorfer Prozesses und nach dem Alsdorfer Prozess
aufgebaut hat, die sind so wundersam, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, dass wir da natürlich auch mal ein bisschen hintergeschaut haben und also auch zu einigen Resultaten gekommen sind. Ich möchte aber jetzt erstmal die Hauptpunkte des heutigen Nachmittags vorstellen. Ich möchte den Handelsverband vorgestellt. Dieser Herr ist Professor seiner Schulemann. Lüfter hat nach seiner Flucht aus Krakau, wo er ja stellvertretender Leiter des Instituts für Flexibel- und Virusforschung des Supergemeindes des war, in Bonn noch knapp zwei Semester Pharmazie studiert. Und dann hat ihm Schulemann geraten, Genindustrie in der Hochschulforschung gibt es zurzeit in Deutschland, wie gesagt, es war also 1948 keine Zukunft. Und dann ist also Münter zu dieser gerade erst 1946 gegründeten Firma Grünenthal gekommen. Dazu muss man sagen, Schulemann ist ein eingefleischter Nazi gewesen. Schulemann ist auch zeitweilig von seiner Professur dispensiert worden nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund dieser Frauenkrankheit hat. Und Schulemann hat aber, wie interessanterweise, sehr, sehr viele Wissenschaftler und Industriekapitäne des Dritten Reiches nach dem Zweiten Weltkrieg, nach einer Übergangsweise von maximal 4, 5, 6 Jahren, in der Bundesrepublik Deutschland wieder Fuß gefasst, ist wieder zu Amt und Ehren gekommen und war einer der Gutachter im Alsdorfer Kontergan-Prozess. Und es wird wenig verwundern, dass er zu denjenigen gehört hat, die es abgestritten haben, dass Kontergan für unsere Schädigungen verantwortlich ist. Nächste bitte. Ja, das ist Professor Dr. Anton Hopf aus Aachen. Professor Anton Hopf, auch Staatsarzt der deutschen Wehrmacht, seit 1937 Mitglied der SA, der NSDAP, nach dem Krieg Leiter der orthopädischen Klinik in Aachen. Professor Anton Hopf war auch Sachverständiger im Alsdorfer Kontergan-Prozess. Professor Anton Hopf hat im Kontergan-Prozess als Sachverständiger ausgesagt, dass Kontergan nicht für unsere Schädigungen verantwortlich ist. Jetzt hat er das große Glück gehabt, in meiner Bescheidenheit hätte ich es eigentlich nicht erwähnt, aber da es zur Sache beiträgt, sage ich es doch. Ich war 1963 Patient bei diesem Doktor, Professor Anton Hopf. Und meine Mutter konnte sich also an die Gespräche mit Professor Hopf noch sehr gut erinnern. Ich zitiere mal aus ihrer eidesstattlichen Erklärung vom 16. Mai 2012. Unser Sohn Stefan wurde von Herrn Professor Dr. Med. Anton Hopf im Frühjahr 1963 erstmalig, dann aber noch mehrmals in seinem damaligen städtischen Krankenhaus Aachen operiert. Es wurde uns empfohlen, von Herrn Professor Dr. Med. Lauerschiff aus der radiologischen Abteilung an den städtischen Krankenhaus in Leverkusen, da er derzeit der beste Handchirurg in Deutschland sei. Dass die angeborenen Schäden bei unserem Sohn auf meine einmalige Einnahme von Kontergan zurückzuführen sei, wurde er von Herrn Professor Hopf niemals in Zweifel gezogen. Ausdrücklich hat er erklärt, dass der Zeitpunkt der Schwangerschaft, der Einnahme abstehender Schäden bestimmt habe. Leider musste festgestellt werden, dass die Ergebnisse der Operation insgesamt enttäuschten. Herr Professor Hopf erklärte uns, dass in Anführungsstrichen die inneren Verhältnisse bei einem Pathologieschaden nicht vorherbar wären. Bei den Verwundungen im Krieg wusste man, dass die Papier erwarten war, sagte er. Thematisiert wurde auch,
dass bei den Kontrabandgeschäften oftmals die Stadt des Baums als Schuster wieder angelegt ist. So trainierte der damalige Oberarzt hier gezielt, wie die operative Umstellung zum Daumen am günstigsten zu erreichen sei, denn diese Erscheinung käme an sich eher selten, bei den Kontrabandgeschäften ist sie sehr häufig vor. Herr Professor Hauptfach belegt durch verschiedene Besucher oftmals gewisse Merkmale bei unserem Sohn aufgezeigt, die eindeutig bewiesen, dass unser Sohn Kontrabandgeschäft sei. Also, dieser Professor Dr. Anton Haupt hat 1953 erklärt, dass Schädigungen, Körperschädigungen durch Kontrabandgeschäft herbeigeführt worden sind, hat das auch noch ausgiebig erläutert. Und im Alsdorfer Kontrabandprozess hat er das dann massiv abgeschnitten. Das ist also mal aus meiner Sicht ganz klar eine falsche uneidliche Aussage vor Gericht. Ich zitiere jetzt mal hier aus einem Buch, das einer der renommiertesten Juristen des Königreichs Schweden auch sehr stark mit der Telefoniesache engagiert war, einer der Vertreter der Eltern im Prozess gegen die schwedische Lizenzfirma von Günther im schwedischen Familienprozess war. Das ist in Sjöström gewesen. Und in diesem Buch, das ich vielleicht auch noch zu sprechen komme, steht also wortwörtlich zitiert: Ein Professor der Orthopädie der Medizinischen Fakultät der Technischen Hochschule Aachen, Anton Hopf, und ein Professor der Gerichtsmedizin, Gerhard Rommelheim aus Berlin-West, im Casino der kleinen Stadt Alsdorf aufstehen und behaupten wurden, dass niemals gesagt worden sei, Thalidomid verursache Schädigungen im Fetus. Also, aus Sicht des UACs, Anton Hopf hat eine falsche, uneidliche Aussage im Alsdorfer Kontrabandprozess gemacht. Das nächste Bild bitte. Ja, das ist ein Herr, der den Kontrabandopfern gut bekannt ist. Rechtsanwalt Herbert Wartenswegen, die graue Eminenz der Familie Wirtz und der Firma Grünenthal. Herbert Wartenswegen trat, ich muss jetzt nochmal genau nachgucken, weil ich nicht alle Daten merken kann. Er trat auf jeden Fall Anfang des 1970 in die Firma Grünenthal ein, avancierte dort relativ schnell zum Justizial des Unternehmens, arbeitete eng mit dem Mitinhaber des Unternehmens und leitenden Geschäftsführer von 35 Jahren Michael Lotz zusammen. Herbert Wartenswegen ist derjenige, der ganz wesentlich für den sogenannten Vergleich mit unseren Eltern und die Stiftungsgründung war. Und sowohl in der Vergangenheit wie auch in der Gegenwart, wir haben es also auch beim Hungerstreik 2008 erlebt, ist der Wartenswegen immer zur Stelle, wenn es darum geht, die Interessen der Firma Grünenthal gegen den Kontrabandopfer zu verteidigen. Da Herbert Wartenswegen bereits zu der Zeit des Alsdorfer Kontrabandprozesses in der Firma Grünenthal beschäftigt war, gehen wir davon aus, dass er von den Umständen dessen, was wir als Prozessbetrug bezeichnen mussten, dementsprechend haben wir auch gegen Herbert Wartenswegen Strafanzeige wegen Prozess gestellt. Nächste bitte. Ja, und das ist Michael Wirtz. Michael Wirtz ist einer der Söhne von Hermann Wirtz, dem Gründer der Firma damals Chemie Grünenthal, heute Grünenthal GmbH. Michael Wirtz übernahm die Stelle des leitenden Geschäftsführers 1969 von seinem Vater, da dieser gesundheitlich so stark angeschlagen war, dass er also nicht mehr die
Geschäfte von Grünthal leiten konnte und auch zunächst ein Verfahren vom Salzburger Kontergangprozess abgetrennt worden ist, aber aufgrund des Gesundheitszustands von Hermann Lotz Senior, es gibt auch den Hermann Lotz Junior, Hermann Lotz II, ist dann das Verfahren eingestellt worden und Hermann Lotz ist Anfang der 70er Jahre gestorben. Wie gesagt, also Michael Lotz war schon Geschäftsführer von der Prozess jetzt Geschäftsführer des Unternehmens, war bis zu seinem Aufruf auf die Geschäftsführung 2009 der Patriarch des Unternehmens, auch der Patriarch seiner Familie, die hat das Syndikat bezeichnet. Michael Wirz muss von dem Prozess gewusst haben. Wir gehen auch davon aus, dass er seinen Auftrag erfolgte. Und deswegen haben wir auch Strafanzeige gegen Michael Wirz gegen Prozessbericht gestellt. Nächstes Bild bitte. Ja, das ist wie gesagt Hermann Lotz Senior, der Gründer, Mitbegründer der Firma Grünthal, der dann also 69 aus der Schusslinie verschwand. Wenn man sich die Großzügigkeit anschaut, mit der damals ein Teil der Angeklagten Prozessunfähigkeit bescheinigt worden ist, vertrete ich die Auffassung, dass es sich darum gekämpft hat. Zumindest zum Teil der Angeklagten. Nächstes Bild bitte. Ja, jetzt kommen wir zu den beiden Hauptprotagonisten des heutigen Nachmittages. Und zwar zurück zu Professor Dr. Chain und zu dem sogenannten Kontergangerfinder Dr. Heinrich Münchner. Es ist ein großes Glück, dass der Nachlass von Chain von seiner Frau an das Nationalarchiv in London übergeben worden ist, wobei wir davon ausgehen, dass gewisse Dokumente, die aber nicht an der Aussagekraft des verbliebenen Materials schmälern, verschwunden sind oder nicht ins Archiv gegangen sind. Aber das, was wir haben, reicht aus. Das ist ein Brief von Heinrich Münchner an Professor Chain vom 25.04.1953. Interessanterweise bereits, wie wir das oben links auf den Brief kommen, Münchner schreibt also als Leiter der Forschungsabteilung der Chemie Grünthal. Und er bittet da also diesen Professor Chain um ein Gespräch, das ist eines Aufenthalts in Italien. Chain hat seinerzeit in Italien gearbeitet. Und zwar ging es da um halt die Tätigkeiten und die Aktivitäten in Richtung Penicillin. Wie gesagt, Chain war ja noch einer der Erfinder und maßgebliche Forscher von Penicillin und mit dem wollte sich dann also Münchner zum wissenschaftlichen Austausch zunächst mal treffen. Nächstes Bild bitte. Das ist also auch nochmal ein Schreiben von Münchner an Chain im Zusammenhang mit diesem Besuch in Rom. Seit diesem Zeitpunkt, also seit Sommer 1953, können wir. Ja. Können wir das ein bisschen größer machen? Können wir das ein bisschen größer machen? Das ist schon ein wenig größer von auf. Das ist größer bestimmt. Besser jetzt? Ein bisschen größer.
Vielleicht ja oben das Licht ausmachen, geht das? Kontaktprozess und da schreibt also Münter an
Jane. Sehr geehrter Herr Professor, das Gericht in Alsdorf hat mir die Erlaubnis erteilt, dass ich am 26. November 1969 nach London reisen darf, zum Symposium der Society for Drugs Research. Das Programm für dieses Symposium füge ich Ihnen in der Anlage bei und dann bietet halt Münster um ein persönliches Gespräch mit Jane, das am 25.11.1969 in London stattfinden sollte. Dann schreibt also Jane zurück, dass er an dem Tag keine Zeit hätte. Dann hat man sich darauf geeinigt, dass man sich doch treffen konnte. Und jetzt kommt eine ganz interessante Sache, wenn Sie sich die einzelne Zeile im zweiten Absatz ansehen. Im Übrigen freue ich mich, dass es Ihnen in Mülheim gefallen hat. Da konnten wir zunächst nicht mit anfangen mit der Zeile. Dann haben wir aber einen Brief gefunden, der den Hitler später an Jane geschrieben hat. In der Zwischenzeit muss also der Jane irgendwann in Deutschland gewesen sein. Und mit Mülheim. Nein, haben wir auch zuerst gedacht. Und Mülheim an der Mosel. Und zwar, das schreibt Hitler dann auch in der Meinung, die wir aufgefunden haben, in Mülheim an der Mosel hat ein Verwandter von Hitler ein Weinbild gesessen. Und Hitler bezeichnet in den folgenden dann also diesen Weinhändler als Winter als Hetter. Und da war also dann, also Jane war vor 1969 zu Gast. Das fiel die Spätvorteilsnahme von Jane noch anspielen hat. Bitte weiter. Ja, dann haben wir hier jetzt diesen Brief vom Dezember 1969, wo sich also Mütter nochmal an Jane wendet. Er schreibt da sehr gerne, Herr Professor. Zunächst darf ich mich auch im Namen von Herrn Dr. Dörr noch einmal bedanken für die freundliche Aufnahme am vergangenen Freitag in London. Herr Dr. Dörr hat gestern Vormittag das in der Anlage beigefügten Beweisantrag gestellt und wir sind ungespannt, wie das Gericht reagieren wird. Herr Dr. Dörr würde es sehr begrüßen, wenn wir noch rechtzeitig vor Ihrer voraussichtlichen Erscheinung als auch das zugesagte Entwurf erhalten können. Dr. Dörr war einer der Verteidiger von Günther, von Dr. Günther im Alsdorfer Kontrahentenprozess, einer der aggressivsten, wenn man die Literatur und auch die Prozessprotokolle sich heute durchliest, dann kann man eigentlich nur den Kopf darüber schütteln, wie es das Gericht zugelassen hat, dass die Anwälte von Grünenthal das Verfahren quasi an sich gerissen haben. Und hier haben wir halt diesen Hinweis, dass dieser besagte Dr. Dörr Anfang Dezember 1969 mit Lüfter in London war und da bereits über eine gutachterliche Aussage von Jane im Alsdorfer Kontrahentenprozess mit ihm verhandelt hat. Nächstes Bild bitte. Kurze Frage. Was war der Satz, der unterstand zu sagen, dass ich geschrieben habe? Einmal einige Zeitungsartikel von heute. Und dann haben wir auch diese Zeitungsartikel, Nobelpreisträger im Kontrahentenprozess. Nobelpreisträger nach Alsdorf, einer aus der Kölnischen Rundschau, der andere aus dem Aachener Nachrichten, beide vom 17.12.1969. Zur ergänzenden Information dazu. Grünenthal hat also seine finanzielle, gesellschaftliche Macht, die es damals schon hatte, ganz klar genutzt, um die Presse für seine Zwecke
eingespannt zu vergewaltigen. Gunther hat ein eigenes Pressebüro für den Kontergangprozess entwickelt. Gunther hatte einen eigenen Informationsdienst entwickelt. Grünthal hat ganz massiv auch auf Pressevertreter, die nicht bereit waren, positiv über sie zu schreiben, Einfluss genommen und so weiter und so fort. Es kam also zu einer ganz klaren Manipulation der öffentlichen Meinung durch Grünthal und auch diesen gewogenen Politiker, Wissenschaftler und so weiter. Das nächste Bild bitte. Das ist also jetzt der Beweisantrag, den der besagte Dr. Dörr gestellt hat an das Gericht in Alsdorf. Und zwar, ich lese das jetzt mal vor. Das, also sollte der Beweis dafür erbracht werden, dass der wissenschaftliche Beweis der Ursache für eine Arzneimittelwirkung nur unter kontrollierten Bedingungen und Überprüfung zu führen ist, nicht dagegen aufgrund von Diagnosen ambulant behandelter Patienten, wird die Vernehmung des Professor Dr. Ching und so weiter beantragt. Professor Chip ist Nobelpreisträger und so weiter und so weiter. Und dann geht es also um diesen Termin, wann halt Chapin als Voraussagen sollte. Das noch zur Ergänzung. Es ging eigentlich bei dem ganzen Alzheimer Prozess, das hat also einen grünen Tag auch sehr geschickt eingefädelt, nie um die eigentliche Schuld und den Vorsatz, sondern es ging eigentlich immer nur um die Kausalität. Grünthal hat also abgestritten, dass Thalidomid für die Neuropathien, das waren ja die ersten Nebenerscheinungen, also Nervenschäden, die bei einem Großteil der Patienten auch irreparabel waren, und dann halt auch für die Schäden an ungeborenen Kindern verantwortlich war. Das ganze Hickhack ging eigentlich in erster Linie darum, ist Thalidomid dafür verantwortlich oder nicht. Also die Frage des Vorsatzes oder auch die Frage der Fahrlässigkeit stand die ganze Zeit während des Verfahrens absolut im Hintergrund. Dabei ist das eigentlich für mich relativ unverständlich, weil im Prozess gegen die Firma AstraZeneca in Schweden, wie gesagt, dem Lizenznehmer von Grünthal in Schweden, war eigentlich zu dieser Sache schon ganz klar Stellung genommen worden. Ich zitiere da nochmal den Türsten. Und zwar schreibt er, die Astra-Gesellschaft, die das Präparat in Schweden in Lizenz von Grünthal herstellte, hat in dem Prozess in Schweden zugegeben, dass Thalidomid im Prinzip als Teratogen für den Menschen angesehen werden muss. Der englische Produzent, die Firma Destinus & Co., schließlich in einem außergerichtlichen Vergleich eingewilligt hatte, den Eltern der missgebildeten Kinder eine Entschädigung zu zahlen, würde niemand erwartet haben, dass ein Professor der Anatomie und so weiter das jetzt abstreitet. Also, in England war bereits eine Entschädigung bezahlt worden. In Schweden hatte der Lizenznehmer von Grünthal zugegeben, dass Thalidomid teratogen ist, also fruchtschädigend. Und in Alsdorf hat man offensichtlich dieses schwedische Material nicht oder zu wenig herangezogen und hat dann da jahrelang und Dutzende von Tagen darüber diskutiert, ob jetzt Thalidomid fruchtschädigend und nervenschädigend ist oder nicht. So ein bisschen merkwürdig. Bitte weiter.
Frage stellen. Ja. Ich habe gerade nicht mit Zeiten drauf. Wann ist das in den Vertrag abgeschlossen? Wann hatte das Rasta im Spiel getan? Also der schwedische Talidomid-Prozess, das muss ich selber nochmal nachschlagen. Ja, das ist entscheidend. Also das war 65 bei der schwedischen Prozess, ja. Ach, schon abgeschlossen? Abgeschlossen, ja. Also das steht auch alles, das Ganze von mir haben hier in dem Buch von Jane Brand, ja. Also dazu muss man, folgendes sagen. Wir hatten, also die, unsere Eltern, die als Nebenkläger aufgetreten sind, hatten zwei Anwälte. Das waren einmal der Dozent an der Universität Köln und das war auch der Dr. Rupert Schreiber. Und zum anderen war das der Rechtsanwalt und spätere Notar Karl Hermann Schulte-Hillen aus Siegen. Dr. Schreiber hat sich mehr als es seine Pflicht als Rechtsanwalt gewesen wäre, für die Belange der Kontergangen-Geschädigten eingesetzt, auch im Alsdorfer Kontergangen-Prozess. Schulte-Hillen, der eigentlich derjenige war, der die ganze Sache ins Rollen gebracht hatte, weil er hat selber einen kontergangen-geschädigten Sohn und einen kontergangen-geschädigten Neffen. Er hat sich damals dann mit Lenz zusammengetan und hat also quasi Vorarbeiten zum Alsdorfer Kontergangen-Prozess gemacht. War ein sehr engagierter Mann, wie aber von Zeitzeugen berichtet wird, ging er im Laufe des Alsdorfer Prozesses eigentlich schon sehr, sehr schnell auf Grünenthal und auf die Verteidiger von Grünenthal zu, war dann auch ein vehementer Vertreter der Einstellung des Alsdorfer Kontergangen-Prozesses, der sogenannten Vergleichslösung, war nachher ein ganz vehementer Vertreter der Stiftungslösung. Hintergrund dazu, Schulte-Hillen ist aus unserer Sicht für dieses Umfallen belohnt worden. Und so wird belohnt worden, dass er, Andreas, jetzt müsst ihr mir mal auf die Sprünge helfen, einen Sitz im Stiftungsvorstand gekriegt hat. Ist das korrekt? Nicht im Stiftungsvorstand, er war Leiter einer der medizinischen Kommission. Leiter einer der medizinischen Stiftung. Also es ist so, dass Schulte-Hillen sehr früh während des Strafprozesses dafür also auf die Fronten gewechselt hat und wenn man den Zeitzeugen glaubt, hat er sogar dafür gesorgt, dass es bei den 100 Millionen des Vergleiches damals gewesen ist. Denn unser Verhandlungspartner, also Verhandlungsführer bei Dr. Schreiber, er hatte damals gesagt, als die Herren Dörr und ein anderer Rechtsanwalt aus der Grünenthal-Regel auf ihn zugekommen sind und ihn gefragt haben, was würden Sie sagen, wenn ich hier einen Scheck in der Tasche habe, als Schäden für die Kinder, da hat der Dr. Schreiber gesagt, Verhandlungsbasis ist, und zwar nur, dass sie verhandeln, 100 Millionen. Und dann verhandeln wir darüber hinaus. Und so beginnt da bei den Anfangsverhandlungen sehr gut dabei und hat dann letztendlich durch sein Lavieren und sein Eintreten für die Grünenthal-Vertreter dann dafür gesorgt, dass es dann letztendlich nur bei diesen 100 Millionen geblieben ist. Und nur eine kleine Nuance zur Rückstellung, es war nicht Schulte-Hillen, der den Kontergangen-Skandal engagiert begonnen hat. Das war ein Lenz. Schulte-Hillen bei dem Schlepptau, richtig ist das ja, wurde als Jurist dann maßgeblich dafür gesorgt hat, dass der Strafprozess begonnen hat. Ja. Aber dort war es einem anderen Juristen zu verdanken, das war der
Dr. Havertz, das war ein sehr engagierter Staatsanwalt. Ja, und das Ganze stand natürlich unter massiver politischer Beobachtung seitens der damaligen Landesregierung NRW. Und deswegen bleiben einige schwarze Löcher in diesem Strafprozess, die sich bis dahin erklären, von bestimmten Dingen, die wir heute nicht nachvollziehen können, wie zum Beispiel die Tatsache, dass niemals nach der Nazi-Vergangenheit von Luther in anderen Größen aus dem Hause Wirtz und den Verantwortlichen der Firma Röntgen gekommen ist. Ja, und um das jetzt nochmal, um das jetzt auch nochmal mit Schulte Hillen fortzusetzen, Schulte Hillen war auch Vorsitzender der Interessenvertretung Kontergan geschädigter Kinder damals. Also der war Gründer des Bundesverbandes. Des Bundesverbandes. Musste dann da aber auch unter sehr unrühmlichen Umständen zurücktreten. Es ging da also eine Summe von, ich glaube damals 100.000 Mark, die der Verband nicht also nachweisen konnte. Damit nicht genug Schulte Hillen wurde dann der Jugendfreund des Grünteil Justiziars Wartensleben. In gewissen weiteren Prozessen haben die beiden auch sehr gut kooperiert. Ja. Schulte Hillen war dann auch derjenige Federführung, der dann plötzlich als 2008 als 2005 das losging mit dem Film Eine einzige Tablette, also mit den zwei Teilen Eine einzige Tablette und der Prozess, also der Kontergan-Film von der DDR ausgestrahlt worden ist, der plötzlich meinte, auf irgendwelche verletzten Persönlichkeitsrechte klagen zu müssen. Und man könnte sagen, wie der Vater, so der Sohn, der Kontergan-geschädigte Sohn von Karl-Hermann Schulte-Hillen ist heute in der medizinischen Kommission der Kontergan-Stiftung und wenn es darum geht, irgendwelche Dinge, die im Interesse der Kontergan-Opfer zu relativieren, dann ist Jan Schulte-Hillen auch immer fröhlich mit dabei. Also eine ganz, ganz fragwürdige Konstellation da. Und Schreiber 1969 Kenntnis durch die vorgängigen Schweden, das war praktisch ein Eingeständnis und ein außergewöhnlicher Vergleich, darauf auch hindeutete, dass eine Kausalität sogar zugegeben wurde. Das kann ich nicht beurteilen, aber wir müssen uns natürlich immer so aufgeben, ideale Zeitalter gewinnt, in dem wir heute denken, das ist völlig klar. Aber wenn ich einen derartigen Mammutprozess, den größten Arzneimittelprozess oder Strafprozess, der jemals am Zweiten Weltkrieg in Deutschland stattgefunden hat, mitführen, dann gehe ich mal davon aus, es war ja nun allgemein bekannt, dass also beispielsweise in England, in Schweden, in Irland, in den Niederlanden, in Italien, in Spanien, um nur einige Länder zu nennen, in Japan bereits Prozesse liefen, dann gehe ich mal davon aus, dass sich die Rechtsanwälte doch zumindest mal über die Sache kundig gemacht haben und dass Jörsburg zumindest als Prozessbeobachter auch in Altdorf gewesen war, gehe ich auch mal davon aus, dass die sich unterhalten haben. Ja? Und warum, weshalb, wieso das damals dann in Alsdorf nicht zum Tragen gekommen ist, das kann ich nicht beurteilen. Bin ich dabei gewesen und ich versuche meine Schlussfolgerungen ausschließlich anhand von Dokumenten zu treffen, anhand von Aussagen von Zeitzeugen. Ich werde also mich sicherlich hier nicht auf irgendwelche Spekulationen einlassen. Ja, zurück zu unseren Bildern. Wir haben also hier
ein handschriftliches Schreiben an Fonching, an Lüfter. Und zwar geht es dann also in diesem Schreiben, ich schreibe es auch in oben, ich werde Ihnen anschließend eine Kopie der Aussage, die ich vor der Alsdorfer Gerichtskammer abzulegen beabsichtige, zu seinem mit freundlichen Grüßen Shane. Das ist also das Deckblatt. Nächstes Bild. Dann antwortet also Lüfter, ich sende Ihnen einschließlich eine Kopie der Aussage, die ich vor. Nee, das ging jetzt auch nochmal an Shane. Er hat das also immer so gemacht, er hat das anscheinend zuerst handschriftlich zu Papier gebracht und dann nochmal in die Schreibmaschine diktiert. Das ist also jetzt auch nochmal die Kopie des Anschreibens an Lüfter. Da steht also sehr geehrter Herr Dr. Lüfter. Ich sende Ihnen anschließend eine Kopie der Aussage, die ich vor der Alsdorfer Gerichtskammer abzulegen beabsichtige. Mit besten Grüßen, Ihr, also Jane. Weiter bitte. Ja, da geht es also auch nochmal um die Aussage von Jane in Alsdorf. Das steht jetzt noch bitte. Das ist also diese Kopie, die er dann also am 26.01.1970 an Lüfter gesandt hat. Das ist die Einladung des Landgerichtsamtes, also der ersten großen Strafkammer des Alsdorfer Prozesses, anschickt, dass er doch bitte nach Alsdorf kommen möge. Das liegt also alles, wie gesagt, in London im Archiv. Ja. Dann ist das also die Antwort von Schell mit einer Kopie an Lüfter. Nein, das ist einfach von Schell an das Land in Aachen mit einer Kopie an Lüfter, weil es ging darum, Schell hatte schwierigkeitliche Termine, da er ein sehr enges Zeitfenster hatte, dass er nach Alsdorf kommen konnte. Und dann ging es also um die Abstimmung seines Termins zur Aussage. Nächstes Bild bitte. Das ist also dann auch nochmal der Brief. Das ist also auch nochmal hier gesagt zu seiner Zugänglichkeit. Er hat das also immer alles sehr schön noch handschriftlich belegt. Also da ist man, das ist also auch nochmal ein Entwurf seiner Aussage. Und dann wird es richtig traurig. Und zwar hat man sich also dann darauf geeinigt, dass der Chin Anfang Februar 1970 in Alsdorf aussagen sollte. Und dann schreibt also der Lüfter an den Schäden. Sehr geehrter Herr Professor, in der Anlage übersende ich Ihre Flugkarte für die Reise London, Köln, Brüssel, Genf, London. Die Flugzeiten für die Strecke London, Köln und Brüssel, Genf sind in der Ticketkarte eingesetzt. Datum und Zeit für den Rundflug Genf, London bitte ich über Ihre Sekretärin in London noch einsetzen zu lassen. Da ich nicht weiß, bald Sie von Geld wieder zurückfliegen. Mit Professor Pfleger habe ich gesprochen. Er wird Sie am Samstag, den 1.2.1970 um 11.55 Uhr in Köln am Flughafen abholen und nach Aachen zum Hotel Quellenhof bringen. Zwischen 17 und 19 Uhr werden Dr. Dörr und ich noch einmal im Quellenhof bei Ihnen vorstellen. Ich wünsche für heute mit freundlichen Grüßen Ihr Lüfter, Anlage, PS. Soeben erfahre ich, dass die Maschine London-Köln nur gerüstet ist. Heißt also, unser lieber Freund Lüfter hat sich gar vortrefflich um den Schild gelegt. Weil das abgesehen davon, dass seitdem die Flugkarte, die Flugkarte noch in Köln, das man auch nachvollziehen können. Nö, dann hat der NDR also auch noch auf Kosten von Grünenthal eine Rundreise gemacht. Hat ihm schon vorab seine Aussage zugeschickt, die man dann also noch rechtlich abkacken konnte. Ist dann nach Köln gekommen, hat sich im Quellenhof mit dem Dr. Kraus, Verteidiger von Grünenthal, und dem Lüfter getroffen, damit die ganze Sache auch schön sattelfest ist. Und dann ist er am 2. Februar 1970 in den Gerichtssaal in Alsdorf eingegangen. Und hat dann eine Aussage gemacht. Und die
haben was da abgelaufen ist, haben wir also dankenswerterweise auch durch die Ostböhm wieder ganz gut belegt. Nämlich am 3. Februar 1970. Könnt das Handy bitte aufmachen? Am 3. Februar 1970 wurde der neue Auftragsträger Schindler genannt. Der 63-jährige Biochemiker, der den Preis des Mittelentdeckers Penicillins erhielt, erklärte, dass die Existenz der pharmazeutischen Wissenschaft selbst durch die allgemeine Atmosphäre des Misstrauens bedroht sei, die der Thalidomidfall im internationalen Maßstab erzeugt hat. Er sagte weiter, die Maßnahme gegen die Firma Grünenthal ist eines der Ereignisse dieser Reaktion, die natürlich und verständlicherweise einen Sündenbock für das Geschehene fordert. Nichtsdestoweniger enthält der Fall Elemente, die in den Verantwortungslosen politischer Opportunisten, die auf Stelle Sieger aussehen, zu einem direkten Angriff auf die gesamte internationale pharmazeutische Industrie genutzt werden können. Nach Schäden hätten klinische Prüfungen eindeutig und unbestreitbar bewiesen, dass Thalidomid keinerlei Nachschäden verursacht, was mehr war, als die Verteidigung jemals behauptet hatte. Es war die Position der Angeklagten, dass Thalidomid nicht als Ursache der Nervenschädigung auszuschließen sei, dass aber ein ausreichender juristischer Beweis fehlte. Als Schäden vom Vorsitzenden vernommen wurde, gab der Zug weder einen einzigen Versuch mit Thalidomid gemacht, noch irgendwelche klinischen Erfahrungen mit toxischer Polyneuritis zu haben. Noch erstaunlicher war Schäden's Haltung zu anderen Nervenschädigungen, die durch toxische Stoffe verursacht werden. Hat der Sachverständige berücksichtigt, dass es eine diabetische Polyneuritis gibt? Schäden? Nein, eine kausale Beziehung im strengen Sinne existiert nicht. Als der Vorsitzende Dietz, das ist also der Leiter Richter gewesen damals, etwas auf ihn einwirkt, räumte Chen ein, es gäbe gewisse Hinweise dafür, dass Diabetes eine Polyneuritis verursachen könnte. Er wurde gefragt, ob die Polyneuritis nach Insulin oder Thalidomid Teilnahmeannahme klinisch erwiesen sei. Chen, nein. Nach Chen kann ein schlüssiger Beweis nur auf streng kontrollierte Experimente gestützt werden. Er meinte auch, es gäbe keinen Beweis dafür, dass Thalidomid irgendwelche Missbildungen erzeuge. Hat er nicht 1963 in einem Vortrag von der Royal Society of Arts als Tatsache dargestellt, dass durch Thalidomid Missbildungen verursacht werden? Diese Frage stellte Staatsanwalt Knittloch und Schill erwiderte, der Vortrag wurde 1963 gehalten. Er war niemals dazu bestimmt, als Beweismittel vor Gericht zu dienen. Bei der betreffenden Gelegenheit sagt er, von der Presse beeinflusst gewesen. Und das zeigte nur, wie sogar ein Wissenschaftler, kritischer Wissenschaftler, wie er selbst, unter dem Einfluss der Presse sowohl der Fach- als auch der Laienpresse geraten kann. Es sagte ein Wissenschaftler ohne Bedeutung, heute würde ich das nicht schreiben. Staatsanwalt Knipfer, Sie schrieben es damals, Chain, unter dem Eindruck, ich habe es nicht genau untersucht. Ich bin der festen Überzeugung. Ich möchte es noch einmal aussprechen, dass wir 90% unserer Heilmittel der pharmazeutischen Industrie verdanken und dass in allgemein die Untersuchungen sehr sorgfältig ausgeführt werden. Ich kann nicht aus meiner Erfahrung sagen. Das ist meine Ansicht. Mir gefällt nicht die Atmosphäre, die sich da verbreitet. Es sind alles Schwindler. Professor Jane sagte, er kenne Dr. Winkler von der Firma Grünenthal seit mehr als 10 Jahren. Die Firma verfügt über eine Anzahl hochqualifizierter Wissenschaftler, die Laboratorien seien ausgezeichnet, und die Prüfung des Thalidomid sei mit aller möglicher Sorgfalt vorgenommen worden. Knittloch wollte wissen, auf welche Quellen er seine Auffassung stützte. Shane, jetzt kommt Originalzitat, diese Kenntnisse hier, ich meine, ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen, die sehr genau. Knittloch, mit welchen Leuten, Herr Professor? Shane, ich möchte die Leute jetzt nicht nennen. Es sind alles sehr bekannte Fachkollegen, aber ich möchte sie nicht in diesen Prozess hineinbringen. Es würde ihnen kein Vergnügen machen. Mir selber macht es gar kein Vergnügen. In der Zeit, in der Thalidomid auf dem Markt verlief, viele oder die wenigen Informationen waren mir wirklich auf dem Beipackzettel der Medikamente erhalten. Dann ist jetzt wieder eine andere Sache. Also der Chain hat auf Deutsch ähnlich wie Hopf seine Aussage von 1963 wiederholt, obwohl es innerhalb der deutschen und der internationalen Fachwissenschaft überhaupt keine Frage mehr war, ob Thalidomid hochschädigend ist. Ja. Auf gut Deutsch, der gute Chain hat sich
bis auf die Knochen mangiert. Weiter. Das ändert aber nichts daran, dass er Vorteile von Grünthal genommen hat und das Grünthal ihn dabei beeinflusst hat. Ja, dann geht also dieser, das ist eine ganz interessante Sache, der hat am Anfang diese Lücken. Und nach der Aussage von Schill wird das Material, das wir vorgefunden haben, insbesondere über die Gefälligkeit von Grünthal an Schill, respektive an den geschäftlichen wissenschaftlichen Austausch, sehr, sehr eng. Bitte weiter. Ja, das ist also dann nochmal der Brief, den Ching an Dörr geschrieben hat, wo er also auch nochmal da seine Auffassung zu Papier bringt. Das geht also dann über einige Seiten. Wir haben uns natürlich die Mühe gemacht, die auch dann alle abzufotografieren. Das Archiv in London war da sehr kooperativ mit uns. Bitte weiter. Dann hat natürlich Brinkal das gemacht, was sie die ganze Zeit gerne gemacht haben. Sie haben Artikel lanciert, wie hier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in dem also dann immer wieder gesagt wurde, es lässt sich nicht kausal beweisen, dass halt mit Neuropathien auslöst, respektive halt diese Fruchtschädigung, diese teratogene Fähigkeit hat. Dazu muss man immer im Auge behalten, das ist auch im Hinblick auf den später sogenannten Vergleich zwischen unseren Eltern und Grünthal hat das beeinflusst. Die Eltern, der Kontergangsschädigten, standen damals unter einem fürchterlichen Druck, der einerseits durch Grünthal aufgebaut wurde, indem halt behauptet wurde, das wird nicht stimmen, dass Grünthal also da in irgendeiner Form verantwortlich wäre. Zum anderen natürlich auch der Druck der Medien, dann aber natürlich auch die persönliche Belastung. 1969-70 waren die meisten von uns in der Grundschule. Ein Teil von uns war schon so weit, dass wir auf die weiterführenden Schulen sollten. Die Eltern hatten zum Großteil aus eigenen Mitteln die Operation, die Entwicklung ihrer Kinder gefördert, soweit es möglich war. Viele Familien waren wirtschaftlich und nervlich am Ende. Und man machte sich auch Sorgen um die Zukunft der Kinder, wie sie abgesichert sein sollten. Es kursierten damals also auch die Behauptungen, naja, die werden ja sowieso nur 14 Jahre alt aufgrund der Schäden, dann hieß es plötzlich, sie werden 18 Jahre alt. Also die Eltern standen unter einem unheimlichen Druck, der auch durch den damaligen Justizminister der Bundesrepublik Deutschland ja noch gefördert wurde. Grünthal tingelte teilweise zu den Eltern hin und sagte, also es ist doch besser, wenn sie unterschreiben, ja, sonst kriegen sie gar nichts. Einer der Anwälte von Grünthal hat das also auch am Rande des Prozesses zu einigen Eltern gesagt, dass sie sonst halt gar nichts kriegen wollen. Und das Ganze ist ja dann also auch so weit gegangen, dass Grünthal die guten Kontakte zur katholischen Kirche hat spielen lassen und teilweise gerade im Aachener Umfeld zu den Eltern die Ausgleichlichen hingeschickt hat und die gesagt hat, jetzt denk doch mal drüber nach, ja, ob dieses Kind nicht die Strafe Gottes für deine, für die Sünden deiner Familie ist. Und du belastest deinen Körper wegen. Der Druck war unheimlich stark. Das war also dieser ganze Vergleich, der auf zwei Dinge basiert. Einmal auf der Nötigung unserer Eltern und auch auf diesem Alsdorfer Prozess, der eine von
Betrug begleitete Prozessphase war, darauf resultiert, dass wir bis heute keinen Selbstschadensersatz haben. Bitte das nächste Bild. Ja. Ich möchte aber zu diesem Punkt nachher was sagen. Du kannst nachher noch nicht dazu sagen, was du möchtest. So, dann geht es also weiter, dass sich also der Dr. Bückner dann halt wieder bei Chilke sieht die Aussage bedankt. Da geht es also runter wieder um zwei Bücher, die er an den Chilke zurücksenden sollte, die der Empfehlung vergessen hat, die wären nicht gefunden worden. Also ein nettes Geplänkel unter Kollegen. Also dann hier nochmal ein Artikel, das halt in Alsdorf der Professor Cheng gesagt hat, nichts ist bewiesen. Es wurde also die öffentliche Meinung doch sehr, sehr stark beeinflusst. Alter. So geht es also hier sagenweise weiter. Und auch nochmal. Hier auch. Dann ist jetzt nur auch noch einmal. Dann hat also Cheng am 9. Februar 1970 nochmal an Höfner geschrieben. Da hat also dann mitgeteilt, dass er an den Dr. Dorr geschrieben hat. Und das war dieser handschriftliche Brief, den wir gerade gesehen haben. Da also noch mit seiner Aussage was verändert haben möchte. Weiter. Handschriftlich über. Kann ich das ein bisschen schärfer haben? Ah ja. Und zwar ist das dann der Brief vom 11.02.1970. Da bedankt sich also dann auch nochmal Viktor Valchek für seine Aussage, die also größten Eindruck beim Gericht hinterlassen hatte. Und er schreibt da, im Übrigen kann ich auch noch einmal bestätigen, dass das Gericht und alle jungen Prozesse außerordentlich beeindruckt sind von ihrem Vortrag. Ich persönlich bin sicher, dass Ihr Gutachten eine Wendemarke für den ganzen Prozess bedeuten wird. Und für heute mit Posten durch den Lektor. Herr Rosse, dann schreibt der Zehn halt wieder schön hart zurück, ja. Der schreibt der Lektor wieder schön hart zurück, natürlich wieder als auf dem Briefpapier von Blumenthal. Also Blumenthal war nicht auf die dummen Gedanken zu brauchen, der letzte Privatsache von Lübcker gewesen war. Er hat es auf dem Briefpapier von Blumenthal gemacht, dankenswerterweise. Und der gute Lübcker hat dann also auch die Schäden immer schön aktuell über den Vortrag des Alsdorfer Prozesses informiert weiter. So, da ist es also jetzt nochmal. Da bedankt sich also Lübcker, dass er diese Ausführungen von Cheng an Jörg sehr aufmerksam studiert hat. Und da schreibt also, ansonsten sind wir mit dem Lauf der Brüder zufrieden und hoffen auf ein Ende in absehbarer Zeit. Also für den Lübcker scheint es also auf jeden Fall 1970 schon klar gewesen zu sein, dass er ohne Schuhe an Erfolg kommt. Ja, das ist dann also auch wieder, das ist auch wieder ein handschriftlicher Brief der Sachverständigenaussage, den wir dann also auch noch in England gefunden haben. Es muss also so gewesen sein, dass also Cheng seine Aussage auch mehrfach umgeschrieben hat. Wir gehen davon aus, dass er dann also über seine exakte Schriftmacht nach Schleutern geschickt hat, wo man sich dann halt überlegt hat, was da die was der gute Professor Chen dann gedacht hat. Das sind also alles diese, insgesamt hat er, glaube ich, die Aussage der Kritiker hier noch viermal umgeschrieben. Insgesamt, das sind jetzt insgesamt fünf Ausführungen seiner Aussage in Alsdorf. Die hat er fünfmal verändert, bevor er es dann zur Aussage in Alsdorf kam. Weiter bitte. Das ist auch ein Brief in dem Zusammenhang. Der ist vom
mit den wirtschaftlichen Kontakten, dass er also den Unterlagen schickt von anderen Firmen und dann geht das also so in einem Fort bitte weiter. Dann ist das also der Weg von Mückter an Chain vom 1971, in dem er also dann sich bei Chain für seine Aussage bedankt und sich, also inzwischen ist also auch der Anfang von der Landprozess eingestellt worden. Und er schreibt also die glückliche Vorherrschaft, dass er halt, dass der Prozess also zu Ende gegangen ist, wobei er sich also bitterlich darüber beklagt, in welcher Weise hier die Wissenschaft von Juristen vergewaltigt wurde. Ja? Also da ist immer noch keine Einsicht oder keine Erkenntnis, aber wir wissen halt auch von dem Sohn von Mückter, dass Mückter sich bis zu seinem Tode immer wieder jede Schuld an dem, was passiert ist, abgelegt hat nach seiner Braunphase als Kriegsverbrecher und dann als Täter des Kontergangverbrechens. Ist ja auch ein Mütter, der immer weiter bei Gründer beschäftigt war, bis zu seiner Pensionierung und auch gleich verbraucht. Auch ein sehr, sehr aktiver katholischer Kirchgänger gewesen, was nur am Ende. Weiter. Ja, das ist also hier wieder dieser Schriftverkehr zwischen Chain und Mückter. Der schreibt also der Professor Chain dann nochmal, das ist also auch im Januar 1971. Was also dafür fürchterlich ist, dass der fürchterliche Unrecht den Arm einfach dann nicht mehr angesagt hat. Weiter. Dann bedanke ich mich wieder schreibe also auch über alle Gewinner, die vielleicht von Interesse für euch interessiert werden, wir uns dann also beim nächsten persönlichen Treffen unterhalten. Und dann haben wir also vom 20.12.1972 entscheiden. Und da wird es dann also richtig interessant, weil er schreibt dann auch hier in den letzten drei Zeilen. Ich hoffe sehr, dass wir uns im neuen Jahr einmal wiedersehen, entweder in London oder auch an der Mühle, beim Techniker Richard Dahmen, der hier gerne das damalige Großtreffen mit ihm wiederholen würde. Ja. Also da haben wir halt rausgekriegt, wo da also diese Treffen an der Mosel stattgefunden haben. Und wir gehen halt auch davon aus, dass die Leistungen von Gefährlichkeiten entstehen, aus Gründen der Vorsicht halt bis zum Abschluss des Prozesses eher zurückhaltend waren. Und wir haben natürlich ganz eindeutige Beweise halt durch diese Absprache der Aussage und dessen, was halt auch hier jetzt von Sörsburg dokumentiert worden ist. Aber jetzt hier, also das ist quasi der Einschlag, dass dann richtig heftig losgeht weiter. Ja, dann schreibt also der Chain der Mückter nochmal im Dezember 1973 und dann wird es also danach auch richtig bei dem richtig intensiv in Bezug auf den geschäftlichen und wissenschaftlichen Austausch. Es wird also darauf hingewiesen, dass er halt die Unterlagen zusendet und es wird also auch dann auf andere Reformen hingewiesen und dass man da in Kontakt bleiben müsste. Und dann schreibt er also nochmal 1973, dass er also so alles an Dienstleistung wieder an den Chain schicken lässt. Also das ist einmal. Anscheinend hat sich zwischenzeitlich wieder mal den Augen gesehen. Und schreibt er dann, in diesem Brief möchte ich die weiteren Punkte behandeln, die wir eben besprochen haben. Erstens die Bemühungen, die Autobiografie von Professor F. Hoff zu beschaffen und ich werde Ihnen das Buch zuschicken, sobald ich es erhalte.
fällt der Richard Nahrung dann in den nächsten Wochen 50 Flaschen Moselwein Spitzenqualität zuschicken. Unsere Schwesterfirma Mäurer und Wurz wird Ihnen in den nächsten Tagen eine kleine Auswahl Ihrer Produkte zuschicken. Professor Dickert ist bereit, Sie jederzeit bei Knoll. Knoll ist eine Firma, die seinerzeit also auch zu Grüntag gehört hat. Professor, wie gesagt, also Professor Dickert wird Sie also bei Knoll gerne empfangen. Und dann geht es also auch wieder um weitere Besuche, die dann für Jane arrangiert werden sollen. Und zwar unter anderem bei Discogates nach Delft. Und dann geht es also auch wieder um weitere Pharmazieprodukte. Wobei wir also sicherlich darauf auch in späteren Zeiten unser Auftrag lenken werden, weil das Kontergangverbrechen ist ja nicht nur der einzige Pharma-Skandal, in dem Grüntag verwickelt war, sondern es waren seit Gründung von Grüntag insgesamt 8. Teilweise, dass die Produkte also völlig nutzlos waren und andererseits also die körperliche Schäden, die sich in der Bildung von Konsumenten verbreiten.